meine Kamera. Nee, nee, Valentin, komm mal hier lang. Hier kannst du rauf. Valentin, hier. Dem Elefanten ein Stück Wurzel zu geben. Muss man auch mit warten. Im Moment trinkt nämlich das Baby. Kann die Mutter nicht fressen. Warte mal, einen kleinen Augenblick. Und jetzt kannst du nämlich sehr schön beobachten, wie der kleine, ja, jetzt ist er glaube ich schon fertig, wie der geschoben hat. Bei mir und dachte, ich habe einem Elefanten in die Augen geguckt und der hat mich wieder angeguckt. Ist das was Schlimmes? Nein, das ist gar nicht schlimm. Gucken Sie den Elefanten gerne an. Gucken Sie nämlich auch hier, sehr aufmerksam und manchmal auch fordern an. Sie erwarten nämlich im Grunde da etwas Leckeres auf die Hand. Ein Elefant kann einem Menschen nicht die Hand abbeißen. Der Elefant hat auch gar kein Geschmack da oder kein Appetit auf die Hand. Der ist nämlich hier ein Tier, das Pflanzen frisst und kein Fleisch. Richtig gedeutet, es ist hier keine Futterabgabe, sondern ein Informationsstand darüber, was nehmen unsere Elefanten auf, was können sie noch fressen, wie viel fressen sie und womit zerkleinern sie hier ihr Futter. Zwei kleine Elefanten, ne? Zwei kleine.
könnte von der da hinten sein, glaube ich. Ja. Sehr gut, ne? Ja. Oh, jetzt kommt er zu dir, Familie. Jetzt noch zu füttern. Ne? Jetzt noch zu füttern. Gibt hier nichts. Oder hast du Angst vor dem Großen? Mhm. Hast du ein bisschen Angst vor dem Großen? Der sieht aber nichts, ne? Der kriegt nichts. Aber ich glaube, der ist bei jetzt in einem anderen Werfer steht, in dem das da Rohr abweist. Ja. Der ist, glaube ich, so einfach in mir. Das könnte ich mir nicht von weiterhin genau sagen. Ja. Das sind natürlich super Fotos. Wir lieben diesen Platz auch sehr. Aber heute im Gänseraum gehen wir für uns geantwortet. One touristic and one with only a carpet on the elevator. That was cool. Better. Here you go.